bei der Kuppelshow Bauer sucht Frau verlieben sich Anna und Gerald Heiser. Die 30-Jährige hat in dem Landwirt ihre große Liebe gefunden und zieht für ihn sogar nach Namibia. Die beiden sind ein absolutes Traumpaar und bald werden sie sogar Eltern. Mit den Worten „Das größte Glück ist manchmal ganz klein“ verkündet die gebürtige Polin im August 2020 ihre Schwangerschaft. Auch das Geschlecht des Sprösslings verrät sie schon. Es wird ein Junge. Und die Vorfreude auf den Mini-Heiser ist nicht nur bei den werdenden Eltern riesig. Auch Familie und Freunde sind ganz aus dem Häuschen. Jetzt überraschen sie das Bauer sucht Frau Traumpaar mit einer wunderschönen Babyparty. Schon bei der Einladungskarte wird klar, dieser Tag steht unter dem Motto Safari. Passend dazu gibt's selbstgemachte Löwen- und Elefanten-Cupcakes von Geralds Schwester Inka. Was für eine niedliche Idee! Und natürlich dürfen bei einem Babyshower auch witzige Spiele nicht fehlen. Beim Kinderwagenschieben sind auch gleich mal Geralds Papa-Qualitäten auf dem Prüfstand. Denn so einfach ist das gar nicht in Namibia. Geteerte Straßen sucht man auf dem Hof vergebens. Hier sieht es doch eher holprig aus. Mein Schatz macht jetzt einen Härtetest für den Kinderwagen. Um zu gucken, wie das auf unseren Klippen und im Sand geht. Sogar an das Gewicht ihres kleinen Fratzes denken die beiden bei dem Test und haben da ein sehr spezielles Probebaby im Kinderwagen liegen. Wir haben 6,5 Kilo Kind schon drin. Ziemlich hässlich, unser Kind. Erfüllt aber seinen Zweck. Und wenn wir uns das so anschauen, hat Gerald diesen Test nun wirklich mit Bravour bestanden. Weiter geht's zu einer Aufgabe, die dem Paar bald täglich begegnen wird. Windeln wechseln. Sofort machen sich die werdenden Eltern an die Windeln ran. Gewonnen hat Anna, wie sie neckisch verrät. Tja, leider war ich schneller. Doch eine Prüfung bringt beide ins Schwitzen. Aus der Nuckelflasche trinken. Das ist gar nicht so einfach, kommentiert die werdende Mama. Sieht aber dafür umso witziger aus. Und wenn wir uns Annas Bauch so ansehen, scheint sie schon ziemlich weit zu sein. Allzu lange müssen wir wohl nicht mehr auf den Nachwuchs warten.